machst kaputt und ich muss neue bauen. Tu nicht immer wieder Worte. Wie so ein Landsbulldog. Wupp, wupp. Konzentrier dich mal ein bisschen. Willst du noch irgendeinen beleidigen? Ja, definitiv. Aber ist egal, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Dieter, was hier gekommen? Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich so an wie eine Kurbelwelle oder irgendwie was Arbeites. Gut, guck mal, was wir bekommen haben. Container. Sauber machen. Warte mal kurz, das ist hier sehr hell. Ja, du hast keinen. Wir haben ein paar Probleme zu lösen. Also wir haben richtige Probleme. Also so nicht bisschen, sondern richtige. Also nicht so wie immer? Nee, nicht also Baustelle, so Beschäftigungstherapien, weißt du? Wie sieht's hier eigentlich aus, Alter? Muss ich diese Späne in diesen Container bekommen. Der Lack ist ab. Oh. 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 Was hast du generell denn vor? Ich habe ein Problem. Kennst du das? Hattest du erwähnt. Mein Problem lautet, wir haben ein Auto hier zum Service, aber wir haben gar keine Hebebühne. Wir haben die Hebebühne vertickert. Und ich so, ja, wir kaufen dann irgendwann mal eine neue. Wenn dann hier Platz ist, zimmern wir die mal in den Boden rein und dann ist gut. So, und dann hat irgendeiner irgendwie einen Termin gemacht, was wir überhaupt nicht machen. Der hat nur vor, damals, hat den Auto bei uns machen lassen. Komplett, ein ganz netter Mann, so ein Däne. Und der kommt zum Service, aber wir können den gar nicht servicen. Deswegen müssen wir jetzt irgendwo hinfahren, wo wir den servicen fahren. Und nein, wir können nicht zu meinem Vater fahren, denn mein Vater ist in Betriebsferien. Und stellt euch vor, ich habe auch keinen Schlüssel von dem Unternehmen. So. Montag. Ja, also richtig Probleme. Du verstehst das alles gar nicht. Doch, natürlich. Dein größtes Problem ist, wann kriegen wir das Video für Sonntag hin? Oder Mittwoch. Ja, Mittwoch, da glaube ich auch schon gar nicht mehr dran, weißt du? Wir müssen den Container ein bisschen nach vorne ziehen. Krieg ich den gezogen? Was meinst du? Glaub nicht. Haben wir Anti-Rutschmatten? Jetzt weißt du, warum da diese Blechdinger dran gemacht hab, ne? Muss der eigentlich nachher neu lackiert werden? Nee, das war nicht ich. Ja, mach mal vorsichtig Holz da drunter. Mach hochkant, hochkant. Du musst auch währenddessen filmen. Ja, aber heb mal hoch. Konzentrier dich mal ein bisschen. Wir versuchen hier hochqualitativen YouTube-Content zu produzieren. Jetzt die Frage, stellen wir den besser hier oder besser dahin? Erstmal muss mein Hänger hier weg. Andi. Vier gleiche Klötze, Direktor. Wieso steht hier eine Tasse? Ha, was hat der denn da für einen Knüppel drunter? Also ich glaube, der kommt aus der Ukraine oder so gerade zurück. Meinst du? Es war ja schon kein normaler Helikopter, ne? Wieso? Ich würde sagen, das ist eher US-Armee oder so. Wir haben aktuell kein Geld für den Einsatz solcher Helikopter. Manusakis. Michael ist das, genau. So? Nee, so gar nicht. Aber mach einfach mal nix. Hey! Oh, sorry, war ich nicht. Kannst auch ein bisschen mir vertrauen. Ja, halt mal Fuß runter. Gefällt mir. Tada! Da haben wir da so eine neue Penner-Ecke. Da kann man so Müll hinpacken, weißt du so. Scheiße. Wie löst du denn jetzt die Hebebühnen-Thematik? Eigentlich habe ich Hebebühne hier, ne? Schon. Nee, wir müssen uns was anderes ausdenken. Ich überlege gerade noch drüber nach. So, passt auf. Ab zum Technischen. Die Regel besagt, ein Versuch ich, ein Versuch du. Streck den Arsch raus. Boah, Alex, das wird mir schon. Oh! Oh nein, ich hab Angst. Oh! Komm, du musst mitmachen. Ach, Koma. Hallo und herzlich willkommen. Zurück zum technischen Content, liebe Freunde. Wir haben hier einen Motor, den wir gebaut haben, dann hat der Kunde selber blendet, ne? Dann hat der Kunde selber den Kopf und Steuerzeiten drauf gemacht, hat Auto gestartet, klick, boom, kaputt.
Dann hat er ewig georgelt, gemacht, getan und weiß nicht, hat den Fehler nicht gefunden, warum das Auto nicht angesprungen ist. Und hat den dann am Ende, komischerweise, weil ich zu ihm gesagt habe, das habe ich auch, klar habe ich das so kommuniziert, ich habe gesagt, das, was wir gebaut haben, ist richtig, der Block. Dein Problem wird nicht am Block liegen. Du kannst gerne, oh, das zieht immer noch, ne? Ja. Du kannst gerne uns den Motor und den Block so zusammenbringen. Ja? Ich werde dir aber sagen, wenn wir herausfinden, dass das nicht unser Problem war, musst du das leider bezahlen. Hat rumgemeckert, ist zur Konkurrenz gegangen. Unmittelbar. Okay, die Konkurrenz hat relativ schnell festgestellt, ey Kollege, deine Steuerzeiten hast du falsch eingestellt. Ventile krumm. Hat den Block dann, weil, keine Ahnung, ich glaube, der hat schon Riefen bekommen etc., hat den Block dann wieder zerlegt, den wir gebaut haben. Hier ist das Standard, das war so ein Setup. Nitrierte Kurbelwelle, Schmiedepleuel, Schmiedekolben Omega, gutes Setup. Hat dann Folgendes gemacht, hat den Motor zerlegt, so gut wie es geht in seinen Mitteln, die er hat. Er hat bei weitem nicht so Mittel wie wir, das gereinigt und hat dann die Kolben neu beschichtet mit so einer Beschichtung von einer Firma, die ich nicht nennen will, aber die grüne Beschichtung hat sich leider für nicht gut ergeben. Ist halt, passiert halt immer sowas, so, ne? Hier sowas, das hält einfach nicht und er kann auch kein Maß treffen, sondern er kann dann nur diese Beschichtung drauf machen und hat dann nochmal die Zylinder leicht durchhonen lassen. Leicht durchhonen. Kunde dachte, das wäre ein Pleuellagerschaden oder so. Haben ein bisschen gefressen, die Lagerschalen, trotz so wenig Laufzeit. Denke, viel Dreck. Das waren die Stehbolzen, oder? Ja. Krumm? Nein. Guck mal genau ins Gewinde rein. Die waren mit Silikon oder sowas eingeklebt. Ach, krass. Weißt du warum? Weil bestimmt unten Durchbruch ist oder so, keine Ahnung. So, und dann haben wir den Motor jetzt. Der Kunde hat keine Lust mehr auf das Auto gehabt, hat das einem jemand anders verkauft. Und siehe da, der Motor ist wieder bei uns. Jo, was haben wir gemacht? Komplett zerlegt, festgestellt, Kurbelwelle noch okay, kann man retten. Pleuel noch okay, kann man verwenden. Kolben nicht ganz okay, denn ich habe ja erzählt, der Kunde, die andere Firma hat den Zylinder neu geholt. Ne? Alex, Messuhr-Dieter, da haben wir Messuhr-Dieter. Ist genullt auf 100? Nein, auf Kolben. Auf Kolbenmaß. Auf kleinsten Kolben. Kleinstes Kolbenmaß. Und unser Laufspiel sind, was ist denn das für eine verranzte Uhr, Alex? 99, unser Laufspiel sind 0,1516 mm hier in der Mitte. Und obenrum geht es nicht auf. Das ist interessant, weil normalerweise geht der EJ25 ohne Hohnbrille oben auf. Das wird dann so sein. Ohne Hohnbrille. Ohne Hohnbrille gehohnt haben die den Motor. Was bei denen immer den hier? Einzelner geht so auf und der andere so. Ja, ja, ist immer so. So, jetzt die Frage. 99, mich interessiert das Zylindermaß. Das Ding hat 99,80 mm. Richtig? Ja. So um den Dreh, ja. Die haben einfach nochmal 500 rausgeholt. Wir haben den auf 75 geholt. Haben dann die Zylinder auch damit, die Kolben auch ohne Beschichtung eingebaut, weil wir haben die nicht mehr verwendet zu dem Zeitpunkt. Ja, das bedeutet. Bormas lesen für den Kolben, was eigentlich Omega vorgibt. Und wenn das da draufsteht, dann sollte auch da auf das Maß geholt werden. Was steht da? 99,75. Weil die sind sehr genau eigentlich. 99,75, ja genau, alles klar. So, Zylinderkorb ist auch nicht mehr cool, ne? Ne. Oh, kannst halt gar nicht. Kamera für 10.000 Euro und ich muss noch mal nach Lichtverhältnissen einstellen. Was hast du überhaupt gelernt? So, okay, übliche leichte Fressung der Lagerstellen, weil der Zahnriemen zieht natürlich so und wenn das Ding Mangelschmierung hat oder ewig georgelt hat, keinen Öldruck hatte, weil der hat ja ewig georgelt, weil der nicht mehr angesprungen ist, weil die Steuerzeiten falsch waren. Ne? Ich kann mich noch erinnern, das ist schon 2-3 Jahre her und der Kunde hat mir Videos geschickt von springt nicht an. Ich so, ja, was kann ich dafür? Wir haben den nur einen Block gebaut. Aber natürlich haben wir den versucht zu supporten, aber es gibt halt so Leute, die werden zickig. Ne? Dem wäre wahrscheinlich am liebsten gewesen, dass ich mich ins Auto setze und dann dahin fahre und seine Diagnose mache. So. Ja, also ich würde sagen, Alex, die kriegen wir aber nochmal gelappt, ja? Ja, das kriegen wir also, noch. Also es ist schon nicht mehr so cool, aber die kriegen wir, glaube ich, nochmal gerettet. Es sind sogar Supertech-Sachen drin, siehst du sofort. Gut, was will der Kunde von uns? Der Kunde will, dass wir das so günstig und so kosten. Der Kunde will, dass wir das so kostengünstig wie möglich instand setzen. Das bedeutet in meinen Augen,
Die Kolben lassen wir beschichten vom Runge, Picortec, Dieter. Wir machen die Hohnbrille drauf, hohen dann ganz fein durch, auf das nötigste Maß. Aber die Riefen halten sich an Grenzen, der ist ja jetzt nicht viel gelaufen, mhm, weißt du? Neue Kolbenringe? Neue Kolbenringe sowieso. Der Kunde will dicke Stehbolzen fahren, wenn er schon kein Closedeck hat. Und dann, glaube ich, kriegen wir den Motor noch mal günstig gerettet. Hauptlagergasse müssen wir noch vermessen. Ne? Genau. Aber die Lagerschalen der Hauptlager sahen wirklich picobello aus. Also da ist gar nichts zu sehen. Aber guck mal hier, Alex, hast du gesehen? Axiallager, ne? Ja. Da wollte ich gucken dabei nach, was da los ist. Gut. Nur mal so, by the way. Mhm. Das mit der Oberfläche ist immer noch so ein Thema, ne? Vita. Das sieht man ja in der Kamera nicht, aber das, das ist ja nicht schlimm, ob man das sieht oder nicht. Nee, es geht, es ist nicht schlimm. Denn, weißt du, viele denken ja, umso glatter, umso besser ist für die Kopfdichtung. Ja. Nee. Aber ihr müsst euch vorstellen, das sind so wie kleine Verzahnungen. Die Kopfdichtung verbeißt sich in der Oberfläche, in der Rauheit des Blockes. Und viele Hersteller, oder also die Automobilhersteller, geben eigentlich eine Rauheit an. Und ich würde behaupten, dass bei allen Motoreninstandsetzern eigentlich es deutlich glatter ist, wie es sein sollte, oder? Wenn du mal überlegst, so ein Motorblock, der ab Werk kommt, der ist ja nicht so glatt, wie wenn wir den planen. Nee. Mit unserer CBN-Platte da. Ne, ich habe auch die Werte. Ich glaube, das war 0, das variiert 0, ja auch ein bisschen, ne? Ich habe die Werte aufgeschrieben, was man da braucht. Mhm. Aber es darf auf jeden Fall nicht so glatt sein. Aber ich habe auch ganz ehrlich noch nie ein Problem herausgefunden. Weißt du, guck mal, wenn wir mit unserem CBN-Platte da mit der blauen Maschine drüber planen, ist das ja schon sehr glatt, wie der EJ da drüben. Aber ich habe jetzt noch keinen gehabt, der jetzt irgendwie Probleme dadurch hatte. Kennst du das, dass manche so ganz elegante Amerikaner, habe ich das gesehen, die haben dann so schöne Führungsdinger, so Kunststoffdinger. Müssen wir die mal kaufen? Was meinst du? Kriegen wir das irgendwo her? Also bei manchen Motoren ist das wirklich vorteilhaft. Mhm. Definitiv. Was hältst du davon, dass das keine Hülsen rund um die Schraube hat, sondern Pins hat? Ich sag dir ganz ehrlich, darum habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich finde, die Pins, vertraue da einfach den Herstellern, weißt du? Du ich bekommst die Teile besser. Und die Leute wollen das eingebaut bekommen und dann bauen wir das ein. Ne? Mhm. Ich habe da, hast du ja irgendeinen, also das oder den einzigen Unterschied, den ich da merke, ist wirklich einfach nur, wie montagefreundlich das ist. Genau, und ja? Ich war auch aber nicht so anfällig, weil so eine Hülse machst du schneller mal irgendwie einen Katscher rein oder so. Weißt du, ich meine, der Pin ist ja aus Vollmaterial, den tust du ja schlecht beschädigen. Und ich glaube auch, das ist, ich glaube, es ist sogar kosten, also es ist teurer, wie so eine Hülse da reinzumachen. Die Hülsen? Mal ein paar private Fragen, Vita. Ich mache jetzt, weißt du, wie ich es mache? Ich mache jetzt so wie dieser bei Tim Melzer, dieser Alte, die da saß. Jetzt gib mir mal so Tim Melzer, du meinst den Koch? Ja, du bist jetzt der Koch. Vita, was ist denn so ein persönliches, realistisches Traumauto? Also ich rede jetzt nicht irgendwie von Huracan oder so, sondern was ist so realistisch, wo du sagst, boah, irgendwann mal das? So ein richtiges Traumauto? Was aber realistisch ist, was du dir sagen, irgendwann kaufen könntest. Realistisch ist Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse. Ja, was ist da für ein Motor drin? Ja, da kommt ein EA888 Generation 3 rein. Das ist doch Volkswagen. CJX, ja. Ach so. Okay, das war mein Lieblingsmotor. Ach so, EA888 ist dein Lieblingsmotor. Ja, nee, der Mitsubishi hat natürlich einen 4G63 hat er drin, ne? Okay, 4G63, findest du den gut? Ja, der war schön aufzubauen. Aber der ist so schwer und der ist so frontlastig. Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde, den hatten wir hier ganz normal. Ich glaube, da tut sich nichts. Also beim Evo kann ich nur sagen, die Boxerei zwischen Evo und Subaru ist ja berechtigt und ist ja auch gut so, ne? Ich weiß zum Beispiel, dass der Evo serienmäßig mit Stockmotor irgendwie 700 PS hält, ja, dafür zerfliegt das Getriebe. Bei Subaru ist das Gegenteil, der Motor hält nicht, aber das Getriebe hält in der Regel, wenn du es gut, also wenn du es ordentlich behandelst, weißt du? Was ich aber von Tim Schrick weiß, der natürlich alle Autos mehrfach gefahren ist, der schon in privater Zeit Lancer gefahren ist, ich glaube Evo 7 oder so, und auch natürlich Subarus alle möglichen Autos gefahren ist. Und er sagte halt immer, dass der Evo
viel Fahrwerk-Setup braucht, damit der geil wird, weil der sehr kopflastig ist, weil der schwere Gussblock längs vor der Vorderachse, also nicht auf der Vorderachse, sondern sogar einen Ticken davor liegt. Weißt du, das ist so kopflastig, immer in die Kurven gefahren und so. Nicht quer bei dem? Nee. Ist das sicher? Ja. Sehr? Nein. Das ist quer dann sein Lorenz? Ja, so meine ich. Habe ich schon gesagt. Ja, also, nee, ich meine so, also so Motor, wenn das Auto ist, Motor so drin, nicht so, ja, quer eingebaut, habe ich längst gesagt? Okay, ist so gut, dass Alex aufpasst. Willst du dich nicht auch noch da hinsetzen und mich verbessern? Also ich muss sagen, ich höre dich zwar reden, weißt du, aber ich habe so jetzt erstmal die Kolben eingebaut. Jetzt kannst du mir nochmal die Fragen stellen, die du mir gerade gestellt hast. Ne? Aber wenn du mich ernsthaft fragst, was für ein Auto, dann, ich liebe diese Mitsubishi Eclipse, und zwar alle. Aber ich liebe auch Golf 7R, weil die bin ich en masse gefahren, weil wir die en masse gebaut haben. Und das ist einfach ein gigantisches Gefühl, ne? Wenn die Dinger 500 PS haben, bisschen mehr, bisschen weniger. Und dann Knallgas, Vollgas. What? Ich bin ja. Das hatte ich mit einem Mitsubishi Eclipse leider nie gehabt, weißt du? Ich hatte zwei. Ich hatte einmal den D22. Das ist der alte mit den Klappscheinwerfern. Mhm. Und der hatte einen 2 Liter 150 PS. Den bin ich mal bei Gran Turismo gefahren. Ja, saugeil. Einfach, ich habe das Auto geliebt. Später in Abu Dhabi habe ich mir dann einen D30 geholt. Das ist dann dieser von sag mal bitte, du Fast and Furious, ne? Ja. Ach, das Ding. Ja, genau. Den hatte ich dann als 2 Liter Turbo. Ist Suchtfaktor. Okay. Genau. Soll ich dir mal sagen, was wirklich Suchtfaktor ist? Ich war ja letzte Woche mit dem guten Mann bei TJ Imports und bin ich Skyline gefahren, RB26, mit gar nicht mal so viel Leistung, 500-600 PS, aber der macht bam, 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 bam und das Ding sieht halt, wenn du so an der Schaufenster vorbeifährst, guckst du so, oh geil, ne? Hab mich so kurz in die Zeit zurückversetzt, so Fast Furious eben. Aber man muss schon sagen, so ein Skyline ist so von der Silhouette schon sehr heftig geil. Aber wenn nicht so geil wie Mitsubishi Eclipse. Aber ja, jeden seins. Aber das Schlimme ist, Alex, wenn du weißt, dass du da mit 200 Scheinen 200.000 Euro gerade durch die Gegend fährst und das Ding ist genauso ein Kackeimer wie so ein Subaru oder ist auch permanent irgendwas am Rappeln und kaputt und so. Ah, ich weiß nicht. Aber für alle, die zu viel Geld hätten, soll ich mal sagen, was jetzt bald der Fall ist? Der Skyline wird ja jetzt bald 25 Jahre alt. Überleg mal, ne? Wie alt schon. Und dann werden die in Amerika zugelassen, dürfen die dann zugelassen werden und importiert werden. Jetzt aktuell geht das nicht. Und weißt du, was die für einen Preisexplosion nach oben machen? Also für alle, die gerade zu viel Geld haben, direkt bei TJ anrufen, egal was der euch sagt, direkt bezahlen. Direkt sagen, alles klar, nehme ich, weil der wird 100% einfach mal so 50% im Preis steigen. Wenn der weiße Eimer von dem 200 jetzt kostet, dann kostet der einfach in 3 Jahren 300. Ja, das ist schon eine geile Investition, ne? Deswegen müssen wir eigentlich die Motoren teurer machen für ihn. Mein Mitsubishi hat genau 1.000 Euro gekostet. Alle beide. Warte, notieren, 1.000 Euro. Ja, gut. Ja. Gut, Vita, schön. So kann ich das weiterarbeiten. Das sieht falsch aus. Alle Kolben sind oben. Ist ja auch erstmal falsch, aber gleich wird's. Spezialkurbelwelle. Wie so ein Lanz Bulldog. Wupp, wupp. Ja, genau. Sehr schön, Vita. Das war ein sehr schöner Schwenk aus deinem Leben. Gib mir mein Mikrofon her. Sonst krieg ich wieder hier. Weil sonst kriegen wir hier wieder Schlägerei, weil ist ja alles gestellt. Wir haben hier noch etwas zu machen. Und zwar, ihr wisst ja, welcher Motor das ist. Und hier ist die Buchse dazu. Und ich weiß wirklich nicht, was der Kunde da machen will. Also. Und zwar will ich jetzt Folgendes ermitteln. Das ist ja die Buchse, die der Italiano uns geschickt hat. Und die sollen wir einfach da unten einsetzen. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie er sich das vorstellt. Denn da sind ja O-Ringe bei. Die Buchse ist genau 99. 98, 99. Go-No-Go-Prüfung. Sogar relativ rund, würde ich behaupten. Obwohl, nee, ich nehme alles zurück. Italienische Präzisionsarbeit. Ja, so, ihr seht, variiert um 1/200, das kann man nochmal verkraften. Engster Wert ist 98,97,5. Jetzt nullen wir uns gerade mal unsere Uhr. Machen wir jetzt einmal kurz Zero. Nice.
Und jetzt, ich sag mal, mindestens ein Zehntel, wenn nicht mehr. Na doch, 800. Also 800. Laufspiel haben die Buchsen in dem Block hier. Das heißt, sie fallen einfach rein, ne? Und das ist gleich temperiert. So, und dann hat er uns hier diese wunderschönen O-Ringe dazu getan. Ich habe aber überhaupt gar keinen Plan, wie der das machen will. Denn ihr müsst ja überlegen, das ist ja die Auflagefläche. Ah, pass auf, ich verstehe. Der Müll lässt so haben. So. Und da, hier ist so eine ganz starke Phase. Das Ding liegt ja dann hier auf dem Sitz auf und die Phase soll abdichten. So. Aha. Okay, Alter. Mhm. Aber ich merke, weißt du, was ich merke? Ich merke sofort, dass... Ich hol nochmal die... Das hast du in dem anderen Video auch schon gemacht. Ja, ich weiß, aber... Das Ding steht halt jetzt deutlich mehr über. Das bedeutet, dieser Sitz ist gar nicht richtig gegeben. Ja, keine Ahnung. Steht so viel rüber, dass ich das nicht mal messen kann. Nee, warte mal. Das ist ja kacke, ja. So, der Sitz ist gar nicht richtig gegeben. Natürlich, wenn wir jetzt, also das steht alles über, wenn wir das so einsetzen und der zieht dann mit dem Kopf die Buchse da unten drauf. Das Gummi muss ja irgendwo hin, aber ich glaube, durch diese starke Phase wird dieses Gummi quasi in diese Phase da reingedrückt. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, diese Phase. Da sitzt das drin und die Hoffnung ist, dass beim Aufsetzen dann der Sitz doch auf dem Sitz. Okay, doch, das geht. Das müsste funktionieren. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das 1000 PS hält. Weil ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel Buchse hier, also nichts Besonderes. Oben nicht gestützt, überhaupt nichts. Ob das fängt an zu schwingen, Kopfdichtung, macht Probleme. Ich weiß überhaupt nicht, mit welchen Stehbolzen der das verbauen will. Der Kunde hat sich selber schon damals bei IAP Kolben gekauft. Schon ewig her, da waren wir, glaube ich, nicht mehr IAP-Dealer. Und die komischerweise sind die Zylinder jetzt schon fertig gehohnt. Die sind für 93, also die Kolben haben 92,90, also für 93er Zylinder. Jetzt können wir gerne mal messen, was wir dort für ein Laufspiel haben zwischen Kolben und Zylinder. Weil wenn du das verschraubst, kriegt der Zylinder von oben Druck und er könnte bauchig werden ein bisschen. Und ja, der ist einfach schon auf 93 fertig gehohnt, ne? Der hat schon das fertige Hohnmaß. Kreuzschliff ist auch drin. Irgendwie machen die Italiener das anders wie wir hier. Guck mal, Vita. Ja. Die Buchsen müssen noch eingesetzt werden und die werden verschraubt und die haben so ein leichtes Übermaß, ne? Ja. Die werden verschraubt? Ja, also die werden durch den Kopf auf den Block gepresst. Ja, weil die sind locker, die fallen so rein. Ja, genau. Kall, so nasse Laufbuchsen eben, ne? Ja. Wir dichten ab nur über diese Dichtung und durch diese starke Phase, die du hier hast, soll das irgendwie abdichten. Ja. Ich kannte das vorher auch nicht. Ja. Bis ich mich dann mit einem Alpha-Spezialisten unterhalten habe und der hat zu mir gesagt, das ist ganz normal. Ja, ja, ich weiß. So, ey, die lassen sich einfach so da drin drehen. Der so, das ist ganz normal. Ja, ja, aber so, meinst du, das hält doch nicht 1000 PS, Alter? Guck mal, die er gebaut hat, das sind immer so alte Fahrzeuge gewesen, also Classics. Ja, richtig, so genau. Classic, das würde ich auch sagen. Das ist so eine klassische Bauartweise hier etc. Weil guck mal, das ist ja hier so ganz einfach freistehend. Weißt du, ich meine, das schwingt, da kommen keine... besonderen Stehbolzen rein. Dann würde ich wenigstens einen Closed-Deck-Umbau verkaufen, dann wäre wenigstens noch hilfreich, oder? Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Und hier, der Kolben hat, der Zylinder ist fertig gehohnt. Und jetzt, wenn du den Kopf nimmst und schraubst da drauf, was macht die Buchse? Die wird bauchig. Irgendwohin wird sie sich verziehen, ja. Wie viel Überstand haben die denn? Ja, die haben eigentlich gemessen nur ein 100. Überstand. Auch voll wenig. Aber die Kopfdichtung drückt natürlich noch mal ein bisschen dazu, durch die Verdickung da, ne? Nur ein 100. Ja, ich weiß. Ja. Aber weißt du, wir können nicht alle Projekte. Der Kunde hat das ja alles schon durchgeplant und gemacht. Wir können nicht überall uns da reinzwingen. Ja, du merkst das. Das ist ein 700-800. Ja. Laufspiel haben die. Ne? Okay, alles klar. Schwierige Nummer.
sehr schwierige Nummer. Wir können nur das machen, was der Kunde von uns will und dem vielleicht sagen, dass wir das nicht so cool finden, aber am Ende können wir es eh nicht immer entscheiden. Das hatten wir ja auch eigentlich ganz am Anfang gesagt. Ne? Ich habe von vornherein gesagt, als ich dieses Konzept mit der Kurbelwelle und den Lagergassen, habe ich gesagt, boah, Alter, Christian, schick den wieder nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es fängt mal wieder an mit Keksen und Würstchen und ein Subaru Impreza WX STI aus Dänemark, wo wir bereits schon mal den Motor gebaut haben, der einen Ladeluftkühler für 2.500 Euro verbaut hat, so Chevron aus England, und der Kunde ist jetzt, keine Ahnung wie viele Kilometer gefahren, viel, hat Track und alles, der fährt das Ding daily. Ist so ein lustiger älterer Herr, ja? Der fährt da mit Track, der fährt da mit Daily. Er sagt, I need it for fast Autobahn Driving. Ich so, oh, nix gut für dieses Auto. Warum? Nicht gut. Sage ich euch ganz einfach. Diese Hutze hier bildet ab 160 km/h einen Überdruck, so dass keine kalte Luft mehr zum Ladeluftkühler fließt. Das bedeutet, die Abgastemperatur steigt, die Ansaugtemperatur steigt, somit auch die Abgastemperatur. Und wir machen irgendwann Klopf-Klopf-Regelung, Feierabend, keine Leistung mehr. Und du bist natürlich 260 hinter der Autobahn hinterher und das Ding geht kaputt. Und dann rufst du an, ey Andi, du hast scheiß Motor gebaut. Und dann sage ich, ey, wo bist denn du gefahren? Dann sagt er, war ich A1, A2, nee, warte, wir sind schon lang frei, A2, war ich A2 unterwegs, hinter Porsche, 300, der ist einfach weggefahren, auf einmal habe ich keine Leistung mehr gehabt. Aha, so, wir setzen uns trotzdem in diesen, wirklich, ist er nicht schön? Mir das gefällt schön. Richtig, dass der nur dieses sogenannte Surfbrett hinten drauf hat. Geile Felgen, schlicht, elegant. Und weißt du, was wir jetzt machen? Das habe ich eben schon mal im Video gesagt, oder? Ja. Dass wir Hebebühne verkauft haben. Oh, mein Puschel. Dass wir die Hebebühne verkauft haben und dass wir heute ausnahmsweise mal eine Hebebühne brauchen, weil wir einen Service machen müssen. Hast du alle Teile eingeladen, die wir brauchen? Christian gefragt, alles da. Ich gehe sofort das Hebebühnenproblematik klären. Komm, setz dich rein in den Koffer. Guck mal hier, der hat ein bisschen Tesla gemacht. Bisschen einen auf Tesla gemacht, hat sich so ein Touchscreen hier eingebaut. Und das Ding hat eine richtig, richtig fette Abgasanlage hier drin. Aber richtig fett. Ich würde gerne testen, aber Alter, ich habe wirklich keine Ahnung, wie sowas hier funktioniert, Alter. Du hast gerade Abgasanlage gesagt. Du meinst... Soundanlage. Ist wie Abgas. Hört sich mal gerade sehr bescheiden an. Du Scheiße. Er hat richtig Kohle in die Hand genommen, oder? Das Ding, der hat eben mal angemacht. Alter, ich habe keine Ahnung. Das 10 Master Volumen. Und das, was dabei rauskommt, ist doch ziemlich unbefriedigend. Die CDU ist klar. Ding hat auch richtig Bock. Kann man verstehen, mit den ganzen, der ganzen Hütte da klarzukommen. Ingo gefällt das Auto aber, hat er gesagt. Ja, aber der ist auch mega gepflegt, ne? Der ist super. Alter, ich glaube, wir haben den gebaut mit 80.000 im Motor. Der hat jetzt schon 120.000. Der fährt halt auch total viel. Wir sind ja am Wochenende letzte Woche GTR gefahren, ne? Ich würde sagen, der hat so ca. 100 PS mehr, ne? Der hier. Weniger. Ach so. Vielleicht. Vielleicht auch gleich, weiß jetzt nicht, ne? Aber dann zeige ich dir mal den Unterschied zwischen dem Drehmoment von so einem Boxermotor. Glaub mir, das fährt besser. Das ist vielleicht auch nicht schneller unbedingt auf der Geraden, aber das fährt besser. Und irgendwie ist das auch ein viel handlicheres Auto. Das ist ja schon ein Riesenschiff, so ein RB. Ja, also das ist schon so ein viel Skyline-Dieter. Und vor allem, der kommt nicht erst ab 5000 Umdrehungen hier. Der kommt, wenn du Glück hast, bei 5000 der RB. Ne? Das ist eine Stage 3 Competition Clutch. Eine ACT ist hier drin, glaube ich. Weiß ich nicht mehr, ist schon ein Alter, ist jetzt wirklich schon ein bisschen her, ne? So. Abgastemperatur ist so ein bisschen entspannt. Temperaturöl kommt auch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Talk. Ich finde halt geil an dem Auto, der sieht so understatement-mäßig aus. Mega, Farbe ist super, also das passt alles. Ja. Nacksvermessung, mein Freund, wäre mal gut.
Wohin mit deinem Leben, Alter? Komm ich geradeaus. Erstmal den LKW rein. Seitenbank, your sidewall is broken, my friend from Denmark. Guck mal, sechster Gang, ne? 200.000 Rion. Fährst du auch so eigentlich mit in Urlaub, ne? Entspannt. Nicht so wie so dein Mülleimer von Golf, weißt du? Der so knüppelshart ist, weil du den wie so ein Behinderter 1,9er TDI tiefer. Warum? Sag klar, der Reihe ist doch schon tiefer, wenn du dich da. Warum tust du den tiefer legen? Optische Gründe. Am Golf hier? Ja. Nee, sorry. Jedes Auto. Nein. Jedes doch. Ach. Muss. Außerdem hat der Golf nur 5 Gänge. Guck mal, jetzt 3.500 Umdrehungen, ne? Ganz tiefenentspannt. Und du drückst drauf. Guck mal, Lader direkt da. Nicht so. So, alles klar. Wir, guck mal. 140, 160, 180, 200. Ja. Was willst du mehr, Alter? Nicht viel. 250. Ja, natürlich, kannst du aber. Ja, klar, aber. Der Unterschied ist ja, dass das so. Erstmal hat das Stempel. Dann hält das. Beim Subaru ist so, alles über 500, 550 PS wird kompliziert, wird Baustelle. Das hört sich jetzt wieder nicht so viel an. Aber so ein Subaru hat gutes Drehmoment, wiegt nicht viel, hat das Gewicht vor allem sehr tiefen Schwerpunkt sitzen, fährt sich einfach gut. Ja? Oh, Kurve, ich habe vergessen. Ich wollte noch schnell Hebebühne kaufen und dieses andere Ding. Scheiße. Machen wir gleich. Okay. So, wir düsen jetzt kurz zu einer Hebebühne. Bis gleich. So, haben wir alles, Öl ist drin und so, ne? Dann gucken wir jetzt mal, ob das Ding überhaupt noch mal anspringt. Zündung. Wow. Wir haben sogar 6 Bar Öldruck. Geil. Schön. Alles klar. Danke für deine Unterstützung, Schwesterherz. Du willst also jetzt, hast Hunger, ja? Nee, ich hab voll Hunger. Dann probier mal die neue Wildwurst. Also man muss dazu sagen, ich esse ja kein Fleisch eigentlich. Boah, ne? Mach dich nicht direkt unsympathischer als du echt. Halt fest. Als du bist. Ja. Hast du das so gesagt? Die ist mega. Aber Wildwurst geht. Probier. Mhm. Die knackt sogar. Oha. Mhm. Nicht so gut. Was? Ich weiß, dass sie gut ist. Gut. Und ich habe viel durch und getestet. Das könnt ihr mir glauben. Das hat auch länger gedauert. Komm, nochmal. Nimm ganze. Nimm doch die ganze. Ja, ganze, ne? Ja, ja. Das ist von Flo. Die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus wie die erste Produktion, aber das ist halt bei dem Wild. Das ist ein Handmade-Produkt, Alter. Guck mal, wie ist relativ, wie heißt das, mager. Und das ist auch nur Wildfett, also kein Hausschweinfett diesmal. Sehr, sehr lecker. Wir müssen jetzt hier auch ein bisschen aufräumen. Wir können das hier ja nicht alles dreckig hinterlassen. Ne? Beste. Wirklich beste. Die sind in Subi-Form. S für Subi. Oder Sizilien. Kannst du dir ausdenken. Ja, ich habe mir überlegt, was richtig geil wäre, ich würde da vorne gerne so einen Kaffeeroller machen. Ob ich die dann dazu verkaufen kann. Anni, hörst du diesen Sound? Was für ein Sound? Oh, 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 oh. Geil.
Kusch. Ist alles geskriptet hier bei uns. Ja, geil. E-Koffer. Du willst einen Kaffeeroller da vorne an die Straße machen? Mhm. Da Findest du doof? Nö, da fahren viele Leute vorbei, ne? Mhm. Bestimmt 20.000, 30.000 am Tag. Und da willst du aus de, da so aus so, so, so einer Ape oder was? Nee, ich würde gerne am liebsten einen Pferdeanhänger. Weil wir was? Pferdeanhänger? Mhm. Weil du einen hast? Ein Pferdeanhänger und ein Pferd, ja. Zeig mal, wo willst du den hinstellen? Okay. Also wir sind ja hier direkt an der B9. 9. Ich verwechsel es immer mit B8, aber die ist woanders. So, hier willst du das hinstellen? Genau. Guck mal, hier Straße, viel los. Ja. Da wunderschöner Rhein. Ja. Und hier einen richtig geilen, oldschool, aber cool aufbereiteten, restaurierten Pferdeanhänger, wo man besten Kaffee und Pistazienkekse. Aus so einer Handhebelmaschine. Ja, genau. Und von Eurobac Cornetti und Tiramisu voll und so. Programm. Findest du gut? Darf man? Da ist das euer Grundstück, ja, ne? Ja, ist der dritte Eröffnung, oder? Ja. Ist der dritte. Alter, was ist das für ein Wohnmobil? Cool, ne? Geil. Und wie soll dieser Kaffee-Dieter aussehen? Der Wagen, oder was meinst du jetzt? Ja. Ja, also ich stelle mir das eigentlich vor, dass das ein Pferde... Hast du ein Bild von? Nicht so richtig. Also aber ich warte, Ideen. Nein, nein, wir tun Ideen. Das einblenden, ja, das Bild. Ideen, okay. Du hast Ideen, okay. Genau, also wenn einer so einen alten Pferdeanhänger auch irgendwo stehen hat, das wäre ja auch cool, schreibt mir an info@camper.de. Der muss auch nicht mehr fahren, groß. Nein, gar nicht. Der muss eigentlich, wir wollen ihn nur so richtig cool mit Strom und allem, ja, Pipapo. Genau. Ja, ist doch geil. Ich find's auch gut. Vor allem hast du dann immer guten Kaffee direkt hier. Kannst du mit auf Events fahren. Genau. Aber du willst doch nicht Kaffee servieren. Doch? Och, klar, natürlich. Mach ich auch den ganzen Tag. Ich wollte gerade sagen, dass wir uns in den Gehen. Du weißt aber, dass du dann erstmal bei Salvatore und Vito einen Grundlagenkurs für Kaffeeproduktion brauchst. Und bei dir kriege ich auch besser. Ja, aber bei denen ist noch besser. Noch ich habe ja von denen gelernt. Oh, das ist der Meister dann. Ja, okay, verstehe. Ja, gut, alles klar. Nee, coole Idee. Coole Idee. Also oder? Schreibt mal, wer hier so einen ja, das wär ganz geil, alten Pferdewagen hat, ne? Genau. Okay. Cool. So. Jetzt wieder 40 Kilometer zurück. Wir haben noch kurz einen Zwischenstopp. Und dann müssen wir gucken, was in der Hut wieder abgeht. Was die Rentner da alle so gemacht haben. Dart gespielt. Und ich hier. Versklavt worden.